Gestern am frühen Morgen haben laut Polizeiangaben Justizvollzugsbeamte einen 29-jährigen Tod in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt am Postplatz in Görlitz aufgefunden. Erste Ermittlungen deuten auf einen Suizid hin. An diesem Tag hätte die Hauptverhandlung gegen den Angeklagten wegen Mordes und Brandstiftung beginnen sollen. Dem Angeschuldigten wird zur Last gelegt, am 16. September vergangenen Jahres einen 79-Jährigen in seiner Wohnung an der Lunitz in Görlitz getötet zu haben. Das haben die polizeilichen Ermittlungen ergeben. Daraufhin wurde der Mann am 9. November an seiner Wohnanschrift festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt, der aufgrund des dringenden Tatverdachts Haftbefehl erließ. Polizeisprecher Kai Siebenäuger äußerte sich gestern bei einer Pressekonferenz zum Geschehen in der JVA. Umständen nach wies er sehr starke Verletzungen auf, die offensichtlich zum Tod geführt haben. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass offenbar keine Fremdeinwirkung gegeben hat, sondern dass sich der Angeklagte Verletzungen selbst zugeführt haben könnte. Dazu laufen natürlich jetzt die Ermittlungen der Kriminalpolizei. Kriminaltechniker sind aktuell im Einsatz. Ein Gespräch, was es gestern Abend turnusmäßig wie vor jeder Verhandlung mit einer Psychologin und dem Angeklagten gab, verlief unauffällig. Es gab keine Auffälligkeiten, dass der Angeklagte sich möglicherweise was antun könnte. Jetzt laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei. Eine Obduktion ist angeordnet und das Ergebnis ist abzuwarten. Gab es denn vorher Auffälligkeiten in irgendeiner Art und Weise während dieser Haftzeit? Also der Polizei und auch der Staatsanwaltschaft sind keine Auffälligkeiten bekannt, die es da gegeben haben soll. Im Zweifel müsste man da auch nochmal bei der JVA nachfragen. Kann es möglicherweise sein, dass das Gespräch gestern in Gerlitz aufgewühlt hat, dass es dann doch dann in diese Richtung gegangen sein könnte? Oder war, wissen Sie, das Thema des Gesprächs? Nein, es war ein psychologisches Gespräch. Die Hintergründe kenne ich nicht. Dazu fehlen mir die Inhalte. Wie häufig ist denn sowas schon vorgekommen, sage ich mal, in der JVA, dass es, sage ich mal, kurz vor dem Prozessbeginn oder überhaupt dort zu Selbsttötungen gekommen ist? Ist das ein Problem? Nach Aussage des Oberstaatsanwalts kommt es sehr selten vor. Es gab einen ihm bekannten Einfall, wo es um eine geringe Straftat ging. Die Hintergründe kenne ich dazu. Die Staatsanwaltschaft hat die Obduktion des Verstorbenen veranlasst. In Abstimmung zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei wurde umgehend ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.